Ciao ragazzi, servus amici, willkommen bei Mi Piace, dem Italian Lifestyle Blog. Heute sind wir mit einer Piaggio Liberty 125 unterwegs und wie ein Freund von mir gerne sagt, das ist ja nur ein besseres Fahrrad und irgendwie hat er recht und auch nicht. Diese Rolle ist außerordentlich einfach zu fahren, sehr einfach zu bedienen, leicht und vielleicht genau der richtige Einsteigerroller für euch. Diese Piaggio Liberty leistet 8 kW, also ungefähr 10,8 PS, was bei 124 Kilo mehr als ausreichend ist. Sie ist ein Großradroller mit 14 Zoll hinten, 16 Zoll vorne. Dadurch ein äußerst stabiler und wirklich einfach zu fahrender Roller. Die Vorteile eines Großradrollers machen sich vor allem natürlich in der Stabilität der Kurvenlage, allerdings auch beim Komfort bemerkbar. Die Räder plumpsen nicht in Schlaglöcher hinein, man gleitet drüber. Man sitzt sehr, sehr bequem auf diesem Roller, hat einen angenehm gepolsterten Sattel und fährt einfach bedenkenlos und easy durch die Stadt. Die Piaggio Liberty ist zwar günstig eingepreist, aber keineswegs billig. Du bekommst italienisches Design, ein italienisches Lebensgefühl, LED-Tagfahrlichter, ABS ist natürlich mit dabei. Also ein vollwertiges Paket, das ab 2,699 für das Standardmodell und 2,799 für das hier gezeigte Modell S angeboten wird. Fahrbar ist die Piaggio Liberty mit einem A-Schein selbstverständlich, aber auch mit einem 111-Eintrag in den B-Schein, das heißt mit 6 Fahrstunden ohne Prüfung bei der Fahrschule oder ÖMTC bist du mit dabei. Wir sind diese Piaggio Liberty allerdings nicht nur im Ortsgebiet gefahren, sondern auch auf der Autobahn auf der Wiener Südosttangente und sie hat sich mehr als tapfer geschlagen mit einer Tachoanzeige von knapp 100 km/h. Wir sind mit dieser Piaggio trotz forcierter Fahrt nur für einen Durchschnittsverbrauch von unter 2,5 Litern gekommen und das entspricht dann einem Geldwert von nicht einmal einem Fahrschein für die Verkehrsbetriebe. Und da muss man sich dann halt schon überlegen, ob man in Zeiten wie diesen vielleicht lieber mit einem Roller unterwegs ist an der frischen Luft und Sonne statt in einer U-Bahn mit der Maske. Die Unterhaltskosten dieses Rollers sind also minimal und der Nutzwert ist dafür umso größer. Du hast Platz, kannst zu zweit locker fahren, easy Handling, eine Helmablage, die sogar einen Jethelm ohne Probleme schluckt, ein Gepäckhaken, du kannst also einkaufen fahren, du kannst in die Stadt fahren, du kannst auf die Südosttangente. Dieser Roller heißt nicht umsonst Liberty, weil er gibt dir wirklich sehr viel Freiheit, unkomplizierte Freiheit zu wirklich geringen Kosten und Fahrspaß bietet dieser italienische Einsteigerroller auch.